distanzieren soll. Let's go. Ich liebe es wirklich, das ist so geil. Das ist echt fucking juicy. Ja, wenn ich doch nur immer so treffen würde. Spiel! Bro, was? Und damit ein Hello there und herzlich willkommen zu diesem Gameplay-Video. Zu einem besonderen Gameplay-Video, denn es ist endlich soweit. Nachdem im großen Update 2.0, dem 1896 Update, mein geliebter Trade Necromancer genervt wurde für Teams, ist es endlich soweit. Crytek hat den perfekten, zumindest für mich perfekten, Kompromiss gebracht. Der neue Wiederbelebungs-Heilungsbolzen für den Handcrossbow. Und ich kann direkt sagen, Spoiler, ey, ich liebe das Ding. Ich habe so unglaublich viel Spaß mit dem Ding. Ihr seht die Länge des Videos. Das liegt nicht daran, dass ich jetzt ewig lang rumlabere. Ich hoffe es mal zumindest. Sondern weil ich euch sehr viel Gameplay zu präsentieren habe, wo man einfach sieht, wie geil dieses Ding ist, was für coolen Scheiß man damit machen kann. Und naja, wir hatten einfach gute Runden, sehr intensive Runden. Ich empfehle euch wirklich, schaut euch die Runden an, auch wenn euch das Video jetzt vielleicht zu lang ist. Schaut es in mehreren Teilen an. Vor allem die letzten drei Runden sind wirklich unglaublich crazy gewesen. Da war wirklich geiler Scheiß mit dabei. Freue mich sehr darüber, dass ich solche Runden hatte und die euch zeigen kann. Aber bevor wir zum Gameplay kommen, möchte ich noch kurz mit euch über das Update reden und über die Kritik, die Handgarde erfährt. Ich weiß gar nicht, von wie vielen Leuten wirklich kommt, weil es sind sehr gemischte Gefühle auf Social Media bezüglich des neuen Modus, bezüglich eben des Wiederbelebungsbolzen und an sich über die Entwicklung des Spiels. Und natürlich möchte ich mit euch noch über meinen Lore reden und was meine Vision des Ganzen ist. Aber fangen wir erstmal an. Was passiert gerade mit Hunt Showdown? Wird Hunt Showdown immer mehr zu Call of Duty? Wird es immer weniger Hardcore? Wird das Spiel immer schlechter? Es stirbt das Spiel morgen aus und ist alles kacke und... Leute, ich weiß nicht. Also, ich war in meinem letzten Video auch ein bisschen negativ eingestellt, muss ich sagen. Ich muss aber auch sagen, Crytek hat sich nicht so einen Gefallen getan mit diesem Preview-Video zum Event, weil ich finde, da haben sie die wichtigsten Sachen halt einfach komplett ausgelassen, weil über das Event kann man sich streiten, aber ich finde das Update wirklich gut. Der Speer wurde endlich genervt. Es gibt einige coole Änderungen, die das User-Interface wurde krass verbessert, wirklich. Also es ist natürlich immer noch nicht optimal, aber es gab wirklich große Verbesserungen, die ich mich sehr freue. Bei den meisten Änderungen oder eigentlich bei allen frage ich mich halt, warum war es nicht schon gleich so, ne? Hätte schon alles viel früher so sein können und man hätte sich viel Drama erspart, aber naja, jetzt ist es wenigstens da. Wir haben jetzt Preset, Lebensbalken, die Shortcuts sind besser gelegt, ist es übersichtlicher geworden, vor allem was die Trades angeht. Natürlich auch, wie man jetzt seinen Hunter equipped, ist so viel besser mit diesem Paperdoll-Prinzip. Wirklich schöne Sachen. Hätten halt, wie gesagt, alle schon davor so sein können. Aber gut, sie sind jetzt da. Ich freue mich. Die Gameplay-Aspekte, die geändert wurden, sind grandios. Teilweise, ich finde, jedes Bounty ist jetzt 125 mindestens wert. Wie gesagt, Speer wurde genervt. Wurfmesser wurden krass gebufft. Das verstehe ich nicht so ganz. Ich persönlich als Wurfmesser-Main, ich benutze nur Wurfmesser. Ich habe gemischte Gefühle, weil ich mir einerseits denke, ja, okay, cool. Die Dinge, die ich ohnehin schon benutze, sind jetzt noch besser. Auf der anderen Seite denke ich mir, hoffentlich werden die jetzt nicht auch einen großen Boden genervt, so wie der Speer. Die Äxte sind halt gerade komplett tot. So, die sind komplett useless. Sollte man gerade wirklich nicht spielen. Wurfmesser sind halt wirklich das beste Wurftool, das ihr spielen könnt. Falls ihr nicht wisst, was geändert wurde, man hat jetzt 8 statt 6. Dazu sind sie jetzt präziser. Und das Wichtigste, sie machen mehr Damage. Sie machen jetzt 150 Damage beim Wurf, womit ihr Hunter in den Torso töten könnt mit einem Wurf. Ihr könnt Hives one-shotten in den Torso. Ich glaube, Armors sind mit einem Wurf in den Kopf und einem Wurf in den Torso auch schon tot. Bei den Concealer Armors weiß ich es gerade nicht. Also, ihr macht halt also einfach mehr Damage, was krass ist. Ihr könnt Grunts mit dem Heavy Melee ohne Assailant in den Kopf one-hitten. Das war vorher auch nicht so. Also, die sind gerade wirklich krass. Mit Assailant sind sie halt noch besser, weil dann habt ihr einfach halt ein Messer, ne, mit dem ihr zustechen könnt. Ja. Ist auf jeden Fall wild. Coole, wirklich coole Änderungen. Das neue Equipment ist richtig toll. Der Bomb Launcher. Wie gesagt, der Wiederbelebungsbolz, um den es auch heute geht. Ich habe die neue Sniper noch nicht gespielt. Die wirkt ein bisschen gruselig mit 144 Damage und Damdam-Munition. Aber werden wir dann sehen. An sich einfach cooler Scheiß. Performance ist bei mir sehr viel besser. Ich habe irgendwie nur in Healing Waters Church so ein Problem, das seht ihr auch in einer Aufnahme, dass meine FPS auf einmal übelst runterkrachen auf so 35 oder teilweise weniger, aber nur in diesem Compound bisher. Sonst ist die Performance overall wirklich sehr viel besser. Viele gute Sachen. Das Einzige, was halt wirklich belastend ist, was heißt das Einzige, aber
technische Aspekte sind halt immer noch nicht so geil. Also Performance ist halt, wie gesagt, deutlich besser, aber könnte immer noch besser sein. Bugs sind natürlich immer noch da, auch nachdem fast 500 gefixt wurden. Wie viele davon wirklich gefixt sind, wie viele neue dazugekommen sind, wissen wir natürlich nicht. Und wie viele davon jetzt nur im User-Interface sind, wissen wir auch nicht. Oder sind einfach Bugs, die man vielleicht gar nicht gemerkt hat. Aber es wurde auf jeden Fall was getan, was Bugs angeht. Es sind immer noch einige da, aber ne, gut. Es ist halt so eine Sache. Handschuhe hatte schon immer klasse Bugs, aber it do be like that. Was wirklich belastend ist, sind die Crashes. Das Spiel stürzt gerade bei sehr vielen Leuten sehr regelmäßig ab, darunter ist auch mein Homie Lukas, der hat quasi jedes Match in einen Absturz, sodass teilweise auch sein ganzer PC abstürzt und der Mann hat wirklich einen guten PC. Deswegen, naja, ich weiß nicht, schreibt gerne eure Erfahrung mit Crashes in die Kommentare, vor allem auch, habt ihr eine AMD-Grafikkarte dann zufällig, wenn ihr viele Crashes habt, weil ich habe eine Nvidia-Grafikkarte und ich hab gar keine Crashes. Ich hatte nur einen Crash, als ich mein Loadout umbenannt habe. Leute, benennt nicht eure Loadouts um, das crasht euer Spiel. Das Loadout ist aber immerhin umbenannt, wenigstens, aber es crasht halt eben das Spiel. Das hatte ich, aber sonst, ich hab keinen Cursor-Bug, dass mein Mauszeiger plötzlich im Spiel ist. Ich kann die Map öffnen und es crasht nichts. Ich hab keine Crashes, zum Glück. Jetzt habe ich es verschwiegen, jetzt habe ich dann auch nur noch Crashes. Aber ja, andere Leute haben das und das ist wirklich ein Abfuck und ich hoffe, dass Crytek sich sehr bald darum kümmert und dass es zumindest eingedämmt wird, weil es ist gerade wirklich crazy. Aber an sich ist das Update für mich wirklich ein Vollerfolg, ist ein gutes Update. Ich mag das Event sehr gerne, auch wenn es da auch einen Bug gibt, der ziemlich crazy ist. Falls euch schon aufgefallen ist, mit dem Wilderness Trade, also mit Surefoot, habt ihr einfach hin und wieder random den Speedbuff. Das liegt wahrscheinlich daran, da man jetzt mit Surefoot im Sneaken den kleinen Speedbuff hat, dass man schneller schleichen kann und dieser Speedbuff wirkt sich halt manchmal auch aufs reguläre Movement aus, sodass man halt einen Speedbuff hat, während man auch sprintet und nochmal läuft und der ist krass, sag mal so. Also Smuggler hat ja den Greyhound Trade Buff, dass man, wenn man einen Bounty Token trägt, einen Speedbuff kriegt. Das hat Wilderness halt jetzt einfach schon so. Wird aber hoffentlich bald gefixt werden. Ihr werdet auch Video sehen, wie ich hin wieder einfach so sage, Speedbuff, weil ich jetzt Speedbuff kriege und ich kann nichts dagegen machen, weil ich spiele halt Wilderness. So. Dann habe ich den halt. I take it. Bin ich halt unwillentlich am Cheaten, ist halt so. Aber ja, für mich ist das Spiel auch jetzt nicht COD oder sonst irgendwas. Und mein Hund merkt irgendwas. Was ist los, Mäuschen? Naja, für mich ist das Spiel jetzt auch nicht COD. Für mich war Handshodown noch nie ein Spiel, was Spaß macht, weil es super hardcore ist. Für mich macht Handshodown unglaublich viel Spaß, weil es ein Sandbox-Shooter ist, wo man unglaublich viele Möglichkeiten bekommt, einfach das Spiel herumzureißen. In Handshodown hat noch nie derjenige gewonnen mit dem besten Aim. In Handshodown hat schon immer derjenige gewonnen mit der einfach die schlauesten Entscheidungen trifft, der das Spiel kennt, der sich alles zu nutzen verschafft, was er nutzen kann. Völlig egal was, alles Mögliche, und das ist das, was für mich einfach so spaßig ist anhand. Wenn ihr Spaß daran habt, dass jeder Tod gnadenlos ist und ihr, nachdem ihr einmal gestorben seid, quasi sagen könnt, ja okay Leute, ciao, ich schau jetzt zu, ich geh mir was zu essen holen, macht ihr weiter, ich warte, bis ihr fertig seid, dann habt damit Spaß. Oder auch nicht. Ich persönlich, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich finde das kacke. Ich habe Spaß daran an langanhaltenden Teamfights, wo, wie gesagt, alles Mögliche genutzt wird, um sich einen Sieg zu verschaffen. Wo man einfach mehrere Minuten lang Action hat mit seinen Freunden gemeinsam. Und naja, dass man einfach Spaß am Spiel hat. Das ist mir persönlich das Wichtigste. Und ich muss mal schnell meinen Hund rauslassen, denn die ist irgendwie aufgeregt. Ja, moin. Es ist jetzt ungefähr 10 Stunden später. Denn, wurde ich dann unterbrochen und dann musste ich arbeiten und ich habe mir gedacht, okay, ich nehme einfach später auf. Und das mache ich jetzt. Das Gute ist, ich habe eigentlich schon über alles geredet, über das ich reden wollte, bezüglich des Updates und sowas. Ich will auch nicht zu tief reingehen. Ich will jetzt auch nicht die größten Diskussionen wieder starten in den Kommentaren. Dafür gibt es die Reaction-Videos. In diesem Video soll es vorsätzlich? Ich, keine Ahnung, um den Reverb-Bolzen gehen. Und ich gehe jetzt mit euch einfach mein Loadout durch und erzähle euch von meiner Vision dahinter, was ich mir denn bei der ganzen Sache so gedacht habe. Wir sind ja auch nah drin. Oh, das hat ja wunderbar funktioniert. Aha, da ist es ja. Okay, das hat, ich weiß nicht, ob das so nachgeladen hat. Gut, hier sind wir. Ihr seht ja auch direkt das Loadout. Ich habe auch meiste Zeit vielleicht die Oma gespielt, weil irgendwie finde ich, dass es gepasst hat, ne? So, komm zur Oma, die Oma kümmert sich um deine Wunden. Ich haue dem Pflaster drauf. Ihr seht hier das Loadout und auch ganz passend seht ihr auch gleich oben meine Start-Trades, die ich immer dabei hatte. Denn das sind für mich mit die wichtigsten
Straits. Ich hätte gerne noch Dauntless dabei, aber mir sind die drei tatsächlich dann doch wichtiger. Einerseits natürlich Resilience. Resilience ist ein absolutes Must-Have in Teams, vor allem wenn man sich viel wiederbelebt. Ohne Resilience geht gar nichts. Bowthrower ist unglaublich wichtig für den Handcrossbow, damit ich die Reload-Zeit sehr stark verkürzen kann. In einigen Situationen hat mir auch Bowthrower sehr gefehlt. Ihr seht, ich bin Level 47, ich habe das noch gar nicht so lange. Ich muss mich erstmal freischalten, ich bin ja im Prestigen. Und die Zeit ohne Bowthrower war nicht so schön, deswegen bin ich sehr froh, dass ich es jetzt habe. Und dazu eben Self-Skin aus zwei Gründen. Einerseits, dass wenn ich mal down bin und angezündet werde, dass meine Teammates mehr Zeit haben. Und andererseits, weil man gerade echt viel Feuer sieht, wegen den Challenges und weil halt Feuer gerade auch nicht schlecht ist. Alert Trip Mine zum Beispiel, ne? Eine Alert Trip Mine kann ja schon einen kleinen Balken abrennen. Ihr seht jetzt hier nur einen, aber ne? Eine Alert Trip Mine kann ja schon einen davon abrennen. Aber wenn du Self-Skin hast, kannst du deinen Balken retten. Dasselbe auch, wenn du einen Emulator schlägst, kannst du deinen Balken retten. Wenn du zum Beispiel einen Feuerbolzen abbekommst, kannst du deinen Balken retten und so. Und ich finde, Self-Skin ist unglaublich wichtig in der momentanen Meta, nachdem Brand so viel vertreten ist. Oder auch zum Beispiel, wenn eine Feuerbeetle dich trifft, die man auch sehr häufig sieht. Soviel zu den Trades. Kommen wir zu den Waffen. Wir gehen auch gleich ein bisschen mehr auf die Trades an, wenn ich über die Waffen rede. Ich habe mich entschieden zu meinem Handcrossbow, der natürlich Wiederbelebungsbolzen hat, ne, um die geht's ja, habe ich mich entschieden, eine Drilling-Mütze zu nehmen. Warum die Drilling? Nun, ich habe damit einfach was auf jede Distanz. Die Drilling ist halt ein Gewehr und Shotgun in einem und dazu auch eine sehr gute. Das ist ein sehr gutes Gewehr. 120 Damage, 530 Massevelo. Ich hau halt Dam-Dam drauf, deswegen droppt die Massevelo auf 371. Ist natürlich dann schon sehr viel langsamer, aber man kann immer noch mitarbeiten. Mir wäre es natürlich eigentlich lieber, die 530 zu haben, aber ich bin schließlich Support und ich finde, als Support ist eine Munitionsart, die einen Statuseffekt hinzufügen kann, einfach logisch. Und Drilling Dundam ist auch nicht schlecht. Ich bin so nicht so gewöhnt, deswegen treffe ich noch umso weniger, als ich eh schon tue. Aber ja, die Drilling eben mit Dundam und dazu ganz normale Buckshot, weil es funktioniert sehr gut. Ich persönlich bin kein Fan von Slugs. Bei mir funktioniert Buckshot größtenteils ziemlich gut. Und es ist deutlich besser, diese Munition auch zu versorgen. Das ist auch das Gute eben an Dam-Dam. Ich habe halt 22 Schuss insgesamt. Das sollte reichen. Und ich habe eine Ammo-Box dabei. Da kriege ich dann 10 Kugeln wieder raus. Reicht völlig aus. Genau, also Drilling. Ich habe auch überlegt, ob ich es vielleicht mit einer Centennial spiele. So eine Centennial-Trauma am besten noch. Auch mit Dam-Dam würde auch gut klappen. Mit Levering hätte ich eben auch eine Close-Range-Option, mit der ich was anfangen könnte. Aber kommen wir auch wieder zu den Trades. Würde ich die Centennial spielen, bräuchte ich, oder es wäre sehr praktisch zu haben, dazu noch Iron Eye und Levering, wenn ich levern will. Und das sind zwei weitere Trade-Slots, die ich dafür verschwenden müsste, beziehungsweise halt eine, wenn ich nur Iron Eye nehme. Und naja, vor allem bei dem momentanen Event, weil man gerade wirklich extremst viele Scares und Burn-Trades kriegt. Ich weiß nicht, die haben die Drop-Shots von Dingern so krass erhöht. Ich finde eigentlich mehr Scares und Burn-Trades als normale Trades. Lasse ich mir halt gerne auch mal zwei, drei, teilweise sogar vier Plätze frei, beziehungsweise weil ich halt schon was finde. Also ich habe eigentlich immer so vier Scares oder Burn-Trades mit dabei. Deswegen sind Trade-Slots sehr, sehr kostbar. Und da kommt die Drilling eben sehr gut, denn die braucht halt nichts. Die funktioniert mit keinem Trade, deswegen passt perfekt. Brauche ich gar nichts für. Und wie gesagt, die Drilling ist einfach eine sehr gute Waffe. Ist halt teuer, aber zum Preis kommen wir dann ganz zum Schluss. Vorausgesetzt, ich vergesse es nicht. Genau, also die Drilling. Ich habe was für jede Range. Ich kann gut supporten. Zu Dam-Dam auch noch. Das haben wir bisher nicht gemacht. Das kam ja erst, nachdem unsere Playstation quasi vorbei war. Wir haben ja jetzt den Trade Paint Sense. Poison Sense ist zu Paint Sense geworden und funktioniert mit sowohl Gift als auch mit Feuer und mit Blutung. Und eigentlich macht es voll Sinn, dass meine Teammates Paint Sense mitnehmen, denn dann kann ich noch besser supporten, weil ich dann zusätzlich zu dem Statuseffekt, den ich hinzufüge und den Heals, den ich mache, der Versorgung, die ich mache mit Munition auch, die Ablenkung mit Feuerbeetles oder auch, dass ich mich eben um Leichen anzünden kümmere. Ich habe für viele, viele Rollen als Support, aber zusätzlich, wenn sie Pain Sense spielen, würde ich auch noch die Gegner markieren für sie, was nochmal nicer wäre. Ich werde es auf jeden Fall dann meinen Mates das nächste Mal sagen, dass wir das mal testen können, ob wie gut das funktioniert, weil dann kann ich einfach sagen, dass ich jemanden halt erwischt habe mit Blutung oder Feuer. Sie gehen in die Darkside, sie wissen sofort, wo er ist und können dann dementsprechend agieren oder einfach, sie haben halt wichtigen Intel. Ist besser als zu beschreiben, wo er ist. Dann sehen sie es einfach selbst direkt. Genau, soviel zur Drilling. Ist, glaube ich, mit die beste Option, die ich eigentlich habe. Kommen wir jetzt zum Handcrossbow. Ich spiele mit Hälfte Feuerbolzen, weil Feuerbolzen sind eine geile Sache zum Zonen einerseits, dass ich, weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich Zonen erklären muss. Ich kann halt Wege absperren und Fenster blockieren und sowas. Ich kann eben Leichen anzünden. Ich kann
Raben anzünden, das ist auch relativ leise. Ich kann Fässer hochjagen, zum Beispiel auch sowas. Sind super, habe ich auch schon guten Nutzen für gefunden. Ich habe schon versucht, komplett Rewurf-Bolzen zu spielen, aber ich finde die Kombi besser. Gefällt mir deutlich besser. Ich bin so sehr zufrieden. Und wie gesagt, mit Pain Sense markiere ich auch noch, was auch nice ist. Ist halt auch an sich auch gut, ne? Also, unabhängig von Zone und alles, wenn ich damit jemanden treffe, dann brennt der und dann niemand will brennen. Der Nachteil ist nur an diesen beiden Waffen. Naja, ich habe in der Drilling halt 3 Schüsse und je nachdem, was ich halt drin habe, es dauert halt eine Weile zum Umschalten des Feuermodus. Da ist es halt schneller einfach auf die Sidearm zu wechseln. Und ich hatte schon öfter die Situation, dass ich jemanden mit einem Schuss von der Drilling getroffen habe, die zweiten halt verkackt habe. Und dann wollte ich halt auf meine Sidearm wechseln, wollte nachsetzen und dann merke ich, ach so, ich habe ja einen Handcrossbow mit Rewurf-Bolzen. Das wird schwierig. Man merkt auf jeden Fall, dass einer eine Waffe fehlt. Das darf man nicht unterschätzen. Es hat auf jeden Fall Impact und kann hin und wieder stören, aber wenn man sich daran gewöhnt, dann geht es schon. Die Tools sind eigentlich wirklich der übelste Standard. Wenn ich Berserker finde, lasse ich das Nackene weg. Dann kommen die Wurfmesser nach vorne, am besten noch mit Assailant. Und der ist Two-Slot, da kann man da reintun, was man will. Ich habe mir gedacht, ich glaube, werde die Decoy-Fuses reintun, sobald ich sie freigeschalten habe. Weil die könnten auch ziemlich geil sein. Auch so ein Support, dass ich Leute rauslocken kann und sie vielleicht in meine Mates reinlaufen. Oder an sich, ich mag Decoy-Fuses. Traps gehen natürlich auch. Das ist natürlich auch eine Option. Man kann auch einen Notfall-Derringer mitnehmen. Ich habe auch schon überlegt, einen Quad-Derringer zu spielen, damit ich dann doch nachsetzen kann. Damit ich noch eine zweite Waffe habe. Kann man alles benutzen, kann alles funktionieren. Hat man ziemlich freie Wahl, aber an sich ist das eben der Standard. Und dazu eben natürlich die Wurfmesser. Hier sieht man nochmal die Stats. Die Dinger sind jetzt ziemlich crazy. Leute, benutzt die. Sind wirklich gut gerade. Natürlich Choke Bombs ist ein No-Brainer. Da kommen wir zu den Consumables. Rackshot und Stamina Shot sind mein absoluter Standard. Habe ich immer dabei. Ohne habe ich keine gute Zeit. Ich fühle mich ohne die beiden sehr unwohl. Ammo Box habe ich auch fast wirklich in jedem Loadout dabei. Besonders aber in diesem Loadout, denn ich bin natürlich Support. Und das hat aber nicht nur den Zweck, dass ich die Munition meiner Mates wieder auffüllen kann, sondern, man muss sich auch bedenken, der Rewurf-Bolzen ist auch nur Munition und den fülle ich mit meiner Ammo-Box nach. Bedeutet, meine Ammo-Box sind nochmal Reserve Wiederbelebungsbolzen. Und an sich, ich habe viel Special Ammo, ich habe 4 verschiedene Munitionsarten. Eine Ammo-Box da ist sehr, sehr, sehr praktisch. Und dazu die Fire Beetle. Die Fire Beetle passt auch wirklich perfekt rein. Ich kann scouten, ich kann ablenken, ich kann damit Leute anzünden, logischerweise. Ich kann auch Leichen damit anzünden. Ich kann auch, wenn ich die Toolbox finde, werfe ich die Beetle auf den Boden, nehme die Toolbox, wenn ich eine Spritze kriege, haue ich mir die rein, nehme meine Beetle wieder mit. Ist super. Die Beetle ist gerade echt toll, auch wenn ich finde, die Feuerbeetle sollte nicht so schnell sein wie die anderen. Ich finde, die ist halt echt sehr gut gerade, aber ich fand sie vorher auch schon gut. Ich habe mich vorher schon immer über Feuerbeetles gefreut, wenn ich welche gelootet habe. Und ich finde bei der Stalker Beetle auch 50 Damage zu viel, aber sind so Sachen, das sind so kleine Sachen, die sind jetzt nicht so schlimm, wie zum Beispiel der Speer, der maßlos overdued war. Bei den Beatles ist das noch an sich okay. Wobei ich mitbekommen habe, dass die auf Konsole ein ziemliches Problem sind. Vielleicht auch kleine Tipps zu den Beatles. Ein Penny Shot Derringer hilft da sehr, weil ihr halt einen großen Spread habt. Ihr könnt die Dinge auch melee, davon auch nicht vergessen. Die müssen nah an euch ran, um euch zu erwischen. Deswegen einfach melee. Es ist nicht so schwer, die damit zu treffen. Es ist wirklich einfacher, als man denkt. Und nicht unbedingt einfach nur stumpf weglaufen, weil die werden euch früher oder später einholen, wenn ihr keine Stamina Shot habt. Oder lasst euch nicht zu sehr ablenken. Denn genau das mache ich nämlich. Das ist nämlich auch mein Ziel. Ich will euch ablenken, damit meine Mates euch dann abschießen können. Ihr lauft vielleicht einfach aus der Deckung, weil ihr so Angst habt vor der Beetle. Vielleicht einfach nur die Beetle tanken und dafür sorgen, dass sie dann einfach weg ist. Aber genau. Das ist das Loadout. Ich bin damit wirklich sehr zufrieden. Ich spiele auch genau das die ganze Zeit in den Runden, die ihr gleich sehen werdet. Vielleicht noch ein bisschen was zu den Trades, wie ich hier weiter meine Trades vergeben würde. Mein Necro ist natürlich klar. Ich habe zwar Wiederbelebungsbolzen, aber Necromancer wird dadurch nicht komplett ersetzt. Necromancer hat immer noch andere Vorteile. Dass man das durch Wände machen kann, ist halt big. Doctor ist ein No-Brainer. Und vor allem auch als Support habe ich mir auch gedacht, Vigilant wäre auch nicht schlecht, dann, um meinen Mates Fallen zu callen. Funktioniert ja auch mit der Beetle. Ist sehr, sehr praktisch. Ansonsten, gut, eigentlich nur der Standard, den man halt selbst gerne mag, I guess. Ich persönlich nehme auch Serpent gerne mit. Physician, Pac-Mew sind alles No-Brainer. Ja, da hat man eigentlich ziemlich freie Wahl, weil man eben durch die Waffen nicht so krass gebunden ist. Man braucht halt nur Bullthrower für den Crossbow, sonst ist das ziemlich entspannt. Aber ja, ihr wisst jetzt von meinem Plan mit dem Loadout und ich würde sagen, ich habe jetzt echt viel geredet. Das Video geht, glaube ich, jetzt eine Stunde oder sowas. Scheißegal, wir gehen jetzt rein ins Gameplay. Ich hatte wirklich selten so viel Spaß in diesem Spiel. Ja, genau. Dann viel Spaß beim Gameplay. Voice Crack. Sniper werden uns halt safe noch abfucken. Ich bin mir jetzt nicht sicher, die hocken schon ist still. Ja, aber es wird halt so oder so passieren, deswegen. Ja, wir könnten sie halt jetzt abfahren, wenn sie uns nicht so erwarten. Wobei Leon hat das Bounty jetzt erwarten, sonst sowieso bald. Der ist ziemlich groß. Das ist krass. Ja, in der Tower sind zwei Leute. Ja, am Tower. Am Tower ist einer direkt.
Ja, super. Ich hätte weiter in das Steelwater reingehen sollen, das war so dumm. Boah, Alter, pass auf. Mist. Boah, dich da zu treffen wird jetzt schwierig, aber es geht an sich. Warte, ich kann hören. Jo, let's go! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Na gut. Der Medic! Nein, der ist im Busch da. Im Busch. Schieß in den Busch rein einfach. Oder das ist so krass. Das letzte. Ich habe auf jeden Fall eine Feuerbeetel zum Anzünden. Nee, war nur die zwei. Okay, wer hat ja noch anzünden? Der andere ist wo? Ist hier oben. Und da ist Shadow von der Plattmark. Ah ja. Nehmen wir mit. Dann looten wir. Bundle. Dann hau ich mir Workshop rein. Genau, ich bin kurz. Also unser Bleib uns verwenden eine Laterne. Bro, ist so geil, dass das funktioniert hat. Ich hab theoretisch Bären fallen. Nee, anzünden reicht. Ich weiß, dass du deine Loots. Nein, ich gehe davon aus, dass sie. Okay. Ah, ich zog zwei Laternen. Das nochmal ein, weil ich weiß dir die zu. Ja, okay. Da ist die andere. Es dauert ewig lang, die auszudrehen. Ich zünd den am Tower an. Mhm. Spawnt jetzt mit Tor. Oh ja, die können uns schon bald sehen. Na, ich hab jetzt einen Sniper. Ich hab doch Handcrossbow mit Feuer. Ach, egal. So, hab ich's mir gespart. Ja. Ach, fuck, ich hab die Special-Mod-Kiste nicht genommen. Da schaffe ich es aber nicht mehr hin. Na ja, gut, egal. Ich geh gleich mal in die Feuerbeetle. Mhm. Ein Arm Supply Point. Ja, andere brennt, Felles. Ich sehe ihn noch liegen. Einer ist in Charge, einer ist beim Supply Point. Ist noch aufgeteilt. Hat auch eine Shotgun. Hit, super. Wo läuft mich hier? Danke. Der Mate von denen ist im Tower mit einer Sniper. Beepus. Ja, ist ja vor mir. Ich hab gewisse FPS-Drops schon wieder, wie letztes Mal. Er hat noch einen Crossbow. Ich hol Leon. Ich versuch's nochmal, warte. Okay, ich bin schlecht. Läuft weiter. Ja, ich habe wieder diese FPS-Probleme wie letztes Mal. Ist irgendwas an Church, glaube ich. Was da ist passiert? Jetzt kann ich mal kurz spawnen hier. Er ist ganz, genau, Südwesten, ja. Ach, Junge. Oh, ich treff nicht. Ich mach das anders. Er ist tot.
Alright. Oh, hier ist ein Scarestrade. Schön lieb. Junge, das ist krass. Also, ich finde mehr Burner Scarestrades als normale. Oh, Raben. Südwesten, es kommen Leute. Mal kurz Pause machen mit dem Boss. Bossraum ist eh scheiße, ich will da noch gar keinen verkämpfen. Ja, ne. Ich glaube, man ist jetzt normal. Oh, wir brauchen hier noch ein bisschen. Weißt du, wenn ich Schluss. Pferd. Oder? Ich hab kein Pferd gehört. Muss aber nichts heißen. Ich mach mal ein Stück weiter. Ja. Ich höre sie. Na, auf der Brücke. Dann hörst du? Ja. Ich habe reingeschossen. Oh Mann. Ich hab reingeteilt. Einer down. In der Brücke. Was? Achso, ich habe den, warte. Hat mich am Arsch. Oben. Ich hab ihn. Einer noch. Hier drin. Der ist oben drin, oder? Necrot. Check du die andere Leiche. Oder auch gut, ja. Ja, okay, er hat's einfach nicht gehört. Das ist krass. Pff. Ja, gut. Okay. Oh, ja, Rebirth Bolzen Value. Ja. So krass. Oh Mann, ich war halt hier und er ist ins Fenster rein und ich hab den Moment vercheckt und hab den komplett verebt. Ich hab nicht gecheckt, dass er rein ist. Komplett geschlafen. Aber oh, richtig schön angezündet, als die Treppe hoch war. Ja, das hab ich hinbekommen, wenigstens. So wichtig. Okay, wir müssen jetzt ganz schnell den Boss finishen, das andere Bounty kommt nämlich. Du hattest einen Hammer da drin, ne? Ich glaub, der ist schon fast tot. Es ist rot, sie sind schon da. Kurz warten, wenn ich. Kurz hören. Müsste Osten sein. Gib mir die Beetle. So viele rote Fässer, Alter. Oh nein, der wird zum roten Fass drin. Komm, geh zum roten Fass. Komm her. Komm bitte. Das ist so schön. Und hier so unterwegs, wo die Leiche ist. Einer brennt, sind beide da. Einer war noch.
Rotet. Ich weiß nicht, wie ich hinter uns lebe. Hinter dir! Holy fuck, Alter. Holy fuck. Oh mein Gott, gut, dass ich den gehört habe. Die pushen. Wirf was. Da drin ist einer. Komm weiter hoch. Jan, kurz zu mir. Komm wieder hoch. Letzte hier, Muni. Wenn wir eine Frau hören, das ist die Afto. Aber sind da Raben hinter uns aufgestreckt, da kommt glaube ich nochmal ein Team. Ja, hinter uns kommt nochmal ein Team. Einer down. Mit zwei Shotgun. Ich kann ihn wieder anzünden. Wenn vielleicht wieder zu choken wollen. Schlechte Pose. Zumindest das Fenster hinter uns aufpassen. Okay, let's go. Sehr schön. Bounty win. Zwei Stück weit weg Westen. Ich weiß nicht, ob die den überhaupt gerest haben, den ich gekillt habe. Ich meine, eigentlich müsste der safe sein zu Risen. Ich hab den aber hier gekillt. Oh! Boah, weit weg im Westen, what the fuck. Explosive. Ja. Also, wir warten jetzt mal. Tu mal nicht pieken, weil wir haben Extracts hinter uns. Vielleicht hauen wir auch einfach ab, wenn die nicht kommen. Ja, Bro. Wir gehen. Die sollen sich ficken gehen. Ich hab wirklich keinen Bock auf die Scheiße. Das ist zwar Bounty, aber die können mich sowas von mal. So eine Scheiße hab ich keinen Bock. Boah, das war eine crazy Runde, aber holy fuck, Junge, das die Afto. Oh, ich bin so froh, dass ich die auch rechtzeitig gehört habe. Das war so. Ich hab auch anders verfehlt. Ja, ich hab ihn aber auch geaimpunched. Das war. Oh, das war so wichtig, wirklich, wenn der nicht gewesen wäre. Ich würde andere Extract nehmen, die weiter oben. Oh. Ja, ja, aber da fliegen sie vielleicht noch irgendeinen Winkel drauf. Keine Ahnung. Ja, hier hinten ist halt safe. Ich werde das auf den nehmen. Und dann noch ein Miners. Und noch Support. Ne, genau so eine Runde habe ich gebraucht. Ich habe Kills gemacht und ich habe supportet. Das wollte ich. Ja. Endlich mal. Das ist eine sehr geile Runde. Die kommt auf jeden Fall ins Video. Und auch mit dem Feuerhandcrossbow. Boah, Pain Sense könnte sich wirklich lohnen für euch, Alter. Das liegt echt eine Überlegung wert. Auch mit der Beetle. Danach wollen wir noch spielen. Jetzt Vorsicht mit Sprinten. Hörst du? Ja. Hab links auch was gehört. Ah, shit. Hier weg vor uns.
Links. Ich treffe einfach nicht. Okay. Ich hoffe, du bist nicht weggesprengt. Nice. Blutet. So. Ich werf was. Wenn die Band dann zu dir. Gehen die Beetle. Er ist direkt vor uns. Oh fuck. Das ist neben mir. Okay. Lass da rein. Ich hab keine Sticky. Oh. Ich glaube, es sind immer noch mehrere Teams. Wo haben wir denn seine Homies gekillt? Da vorne. Da. Da einen und da einen, glaube ich. Oh shit. Brücke. Hit. Ist in der Brücke. Bleibt doch dahinter, ich weiß es nicht. Ambush, Hit. Na komm, ich weiß nicht, willst du looten oder? Ja. Oh, der Dumb-Dumb-Memo für mich, was? Nicht die Slate, bitte, Spiel. Der andere? Oh, war das der hier? Weiß ich nicht, irgendeiner hat noch Fotos. Ich kann sein, dass noch ein Team Osten ist. Ich würde sagen, wir ziehen uns zurück Richtung Südwesten. Ja. Ich glaube, das kann ich. Ja, genau. Ja, ist gar nicht so schlecht, wenn ich überhaupt die Spinne ist. Alice, okay. Ich habe gerade schon ein Ding genommen, ne? Das Medkit, ja. Noch was in der Toolbox brauchst? Nee. Hast du Traps? Ja, aber ich weiß nicht. Zwei Bären fallen einfach. Achso, ich hab nur. Achso, ja, auch gut. Ach, allerdings. Ich glaube, die sind bei Alice. Wenn wir nochmal einen Supply Point, kannst du gleich wieder aufhören. Achso, du hast nur Alert Chip, meinst du, oder was? Ja. Achso. Okay. Das macht halt nicht so viel. Wenn wir die. Warte mal, kannst du mich erschlagen? Ja. Halt. Oh, das ist fast hier links, kannst du vielleicht trappen. Da kann sein, dass Pitching vielleicht noch kommt. Die schießen immer noch in Chapel. Das ist immer noch Chapel. Vielleicht können wir sogar in Alice ganz spannend den Boss machen. Ich hab ein Big Bundle. Okay. Wir nehmen jetzt zur Action. Also wenn es weiß ist, versuche ich es gleich mit dem Big Bundle. Ich weiß, okay. Ich versuch's. Ah, ja, Bitch. Jetzt wird es hinten sein. Die sind halt immer noch da hinten am Start. Die anderen sind gerade am Seed Cash, das Bounty. Bei meinen habe ich da gerade nicht nachgekommen. Also, kann sein, dass irgendjemand einen Balken fehlt. Wobei die können sich direkt gehen. Ja, aber wir müssen den Platschmark wasen. Hat auch welche. Vielleicht haben sie es auch danach gemacht, haben sie sich Balken geholt. Aber unwahrscheinlich. Mal schauen, was sie machen. Ob die herkommen oder ob die zu Chappe gehen. Ach, dieser Speedboost.
Da habe ich schon einen gesehen. Sound. Ja, die kommen her. Ja, ich hab die Waffen da rein. Soll ich nicht von irgendwelchen Feinden wissen, sondern sind alle weg? Nee, da. Achso. Hier rechts. Rechts Süden. Einer blutet. Oh. Hilfe. Halt geklickt, sein Spectre ist leer. Okay, komm rein. Dass wir das überlebt haben. War viel zu ballsy. Einer brennt. Einer will da rein. Einer ist oben drin. Warte. Brennt oben. Nice. Oh Gott, auch da oben, auch da oben, auch da oben. Alter, es geht bei mir Trap in den Nieren. Alles klar. Slate. Nice, deine Trap funktioniert. Oh nein, das stinkt ja so sehr. Die Arme, das tut mir richtig leid. Der wunderschöne Trap. Es ist nur einer da vorne im Westen, lass den pushen. Der ist noch in einem Boss rum, oder? Ja. Hinten raus. Alter, okay, Rear of Bolt. Er hat einen Dynamite hingeworfen. Wieder was? Ich warping. Hit. Ja, ist hit. Okay. Es sind zwei Stück, Leon, vorsichtig jetzt. Im Süden. Am Zaun draußen. Ich weiß nicht, ob die zusammengehören. Irgendwie glaube ich, dass der eine Solo ist. Warum? Warum? Ich verstehe es nicht. Wieder. Junge, der fuckt mich ab, ne? Der fuckt mich so dermaßen ab.
weiß nicht, ob wir jetzt gerade gegen zwei Solo spielen. Hab ihn. Das ist Solo. Lootet. Oh, okay. Wollte doch bitte Spiel, Mann. Jetzt habe ich einen Bike gefallen, weil ich gewollt habe. Das ist krass. Pass auf, rechts, da kommt gleich einer von Südwesten. Hier, okay. Bro, ich glaube, es sind jetzt drei. Hä? Ach ja, aber warum war denn zuerst nur einer da? Die sind wahrscheinlich aus dem Bremsen Cash gewesen. Und wir haben jetzt viel zu lange für diesen Solo gebraucht. Das ärgert mich so sehr. Und ich habe einfach den Revive-Kill verkackt. Weil ich vergessen habe. Ich habe vergessen, dass er mit vollem Balken aufsteht. Ich habe es aber vergessen. Naja, hat er noch gut gespielt. Holy fuck, Alter, das war so überfordernd alles schon wieder. Mann, ey, zuerst kommt einer, ich denke, das sind zwei Solos, plötzlich ist es doch das Team von vorhin. Ich dachte halt, keine Ahnung, die sind alle tot. Mann. Ja, das ist same. Hat aber an sich Bock gemacht. Bruder, dein fucking Fastkill im Bossraum, der war so krass. Der war so wichtig. Ist so schön reingetan. Ach, Mann. Boah, aber der Solo, Junge, was der... Boah, dass der instant in Dynamite auf mich geworfen hat. Ich glaube, er hat tatsächlich damit gerechnet, mit dem Rebirth Bolt. Ja, ich glaube, er hat mit gerechnet. Bruder, der hat das crazy gespielt. Das war auch geil. Ich habe ihn einmal gekillt, er hat mich zweimal gekillt. Er hat dich, du hast ihn einmal gekillt und er hat dich einmal gekillt. Was man jetzt Red Barrel Traps machen kann, wo man will, ist... Das ist schon geil. Das ist Warte mal. War das im Bossraum? War das ein Red Barrel oder war das C4? Das war C4. Das war C4, das hatte ich gar nicht gecheckt. Ich würde mich, glaube ich, von Osten. Von Osten kommen. Ah, wobei. Ich kann mir sogar frontal drauf hin. Mega beschäftigt zu sein. Einer gestorben im Haus. Nee, immer noch. Läuft da rechts. Vielleicht nicht unbedingt aus offenem Feld. Ich glaube, ich würde eher links bleiben. Im Balkon. Ja. Ist gerade gestorben, den ich getaggt hatte. Okay, gib mir die bitte. Crossbow hier drin. Explosive Crossbow. Ich hab sie gerade mit Feuer gekillt. Ja. Was? Au. Mit what? Ein Punch. Ein kleines Sparks und noch jemand draußen. Oh fuck. Danke. Ich hab die Tür noch zugemacht. Das war die, die ich mit der Beetle gedacht habe, nice. Das zu killen. Der Crossbow könnte Explosive Crossbow sein.
komm, neues Team. Aha. Hier geht's auch ein spontanes C4 rein. Du kriegst nicht hin, die Fälle zu choken. Oh Gott, der Crossbow ist immer noch da. Ja, wo war der? Ich bin die ganze Zeit mit Beizischen. Felles lebt wieder. Das sind ja noch mindestens drei Leute. Das ist der hinter aus dem Turm. Da hat er keinen Pen, aber die ist da oben drin, glaube ich. Da sind zwei Teams und dann fighten das. Am Baum. Im Wald. Könnte der Crossbow sogar sein. Die Fälle ist immer noch unter mir. Also im Bossraum. Im Bossraum, im Haus meine ich. Fell ist es hier halt alleine drin. Kannst du unten hier rein durch die Tür dazu? Kannst du sie da ablenken, einfach draufschlagen? Ich wollte einfach ein Punch. Das ist ein Punch. Ist über mir drin, oder? Ja. Nice. Was ein Sprung. Oh, die ist echt oft gestorben, glaube ich. Ich habe oben auf dem Dach Muni platziert. Bist du sie noch schnell looten? Nachdem du die Muni geholt hast. Und kannst du dann anzünden. Kurz in der Laterne drin. Ich glaube, die ist eh gone, aber. Ich ja, ganz hinten. Da ist einer gestorben. Vielleicht sogar der gestorben, der ganz auf dem Feld war. Was? Oh, was geht da ab? Ich verstehe nicht, hier war doch so ein krasser Fight. Wie kann da hinten immer noch so viel Action sein? Ich habe noch eine Gabel gefunden. Ich glaube, ich jetzt mal kurz Scrappy machen. Das Scrappy hier? Der ist doch nicht hier. Ach so. Ich dachte, der wäre. Ja. Aber wir können. Oh, ich weiß nicht, ob es die Cash geht. Ich gehe mal ins Arsenal. Mit ganz, ganz, ganz viel Glück ist da vielleicht Remedy drin. Das ist echt krass. Oh mein Gott. No fucking way. Das ist so krass. Das ist so krass. Bro, das kannst du dir nicht ausdenken. Was? Bruder, mein Spiel. Das ist mein Spiel.
Also, ich will mich ja nicht selbst erloben, aber Big Brain. Ist denn mit dem Master keine Doppelschmuck? Oder was ist das? Ja, Remedy. Ach so, warte mal. Hä? Okay. Ich dachte, ich hab's irgendwie schon mitgenommen, aber du hast eine Remedy. Okay, alles klar. Ich denke für uns beide mit Leon, ist okay. Ja, Mann. Es ist 2 Uhr langsam. Bei Slaughter ist der Boss, wir gehen da jetzt einfach hin. Wir lassen die machen, wir machen den Boss. Ich werfe hier noch eine Chaos hin. Da ist ein Buffer. Ja. Oh, Handwerk-Speed. Das ist wirklich so krass, dass da wirklich Remedy drin ist. Ja, Chancen stehen jetzt höher, aber trotzdem. Bro, der Crossbow ist noch hier. Ja. Er ist noch hier, der Reaper ist noch hier. Schnell, schnell, wieder belebt mich. Nein, mach bitte. Leo, mach's einfach, bitte. Bitte. Er blockt sich ja auch, was? Alter, ist das krass, wirklich. War wirklich noch hier. Ist das krass. Lass ihn mit, Leon. Hinter dem Zaun. Und vergiftet und low. Muss noch werden. Du Bruder, wie können die immer noch hier sein? Was ist mit euch? Bro, ich dachte, die wären beide tot. Wer der Head irgendwo? Ein Poison Silencer. Weg vor mir. Ey. Ist der Crossbow nicht nachgeladen? Dann denk bitte an den Revive Bolt. War das nicht nachgeladen? Dann auch so. Bitte denk daran. Ja.